Guten Tag, hier spricht euer Peter Gaming und wir klauen jetzt die Juwelen aus dem Tower of London von der Queen Victoria. Alles heftig. Und da war unsere Ivy auch noch. Und du bist spät. Ich? Niemals. Ich habe lediglich die Informationen besorgt, wie ich es sollte. Es war eigentlich einfach. Heute Abend soll im Tower of London irgendeine Veranstaltung stattfinden? Die Gala? Ich werde an ihr teilnehmen. Dann seid ihr unser Zugang. Wir können doch nicht da rein und die Kronjuwelen stehlen. Sie hat recht. Wir brauchen einen Plan. Oh, Elend. Jacob, du könntest Mr. Singh zu der Veranstaltung begleiten. Dann könntest du unauffällig von der Feier verschwinden und nach dem Koh-i-Noor suchen. Ich kümmere mich um die Wachen in der Umgebung. Wir treffen uns auf dem White Tower. Gut. Kann ich den Anzug nochmal tragen? Okay, jetzt schauen wir mal, was das für eine Mission wird. Bin ich mal gespannt. Also spielen wir wieder mit beide. Jacob ist sozusagen... Oh, diesmal darf man Jacob ein bisschen auf der Party fallen. Weil der letzte Party war ja eigentlich Evie so auf der Party. Und Jacob war sozusagen... Er hat ein... Ah, das ist mal nicht schlecht, dass man... Jacob, ach mal, ein bisschen Arbeit hat auf Bällen oder so, ja. Ja, da wird es dann mal gucken, wir mal. Ich sollte Singh finden. Juwelen lagern im Obergeschoss. Passen Sie auf, wenn das nicht einer der am besten bewachten Orte der Welt ist, dürfen Sie mich Engländer nennen. Ich brauche eure Hilfe, um die Wachen abzulenken. Geben Sie mir ein Signal. Ich brauche Mr. Singh, um die Wachen abzulenken. Ich war noch nie im Obergeschoss. Erzählen Sie mir davon. Haltet ihn auf! Macht den Eindringling! Diamant ist im zweiten Stock. Da ist er! Da musst du dich schon mehr anschauen. Oh Mann, ich hätte lieber ohne Deck. Oh. Aha. Okay. Macht Schattenboxen.
schläft. Was für diese Kiste ist. Irgendwer war bereits vor mir hier. Wenn der Diamant nicht hier ist, muss ich ihn finden, bevor er das Gebäude verlässt. Sofern er das nicht schon hat. Guck mal oben, ob er oben ist, aber da ist ja auch nichts. Wir müssen runter, glaub. Ja, bitte. Vielleicht finde ich einen Hinweis, wohin der Diamant gebracht wurde. Durch irgendwie oben, okay. Wo könnte er bloß hin sein? Oh Mann, das ist jetzt sau das Problem. Wie kommen wir da hoch? Wo könnte er bloß hin sein? Okay, dann gehen wir mal runter. Vielleicht kommen wir irgendwie unten drauf. Wo könnte er bloß hin sein? Oder gehen wir mal da hoch, Leute. Oh ne, wir müssen echt da nochmal hin. Wo könnte er bloß hin sein? Ich hab sie vor. Alter, wo könnte ich... Hey,
Oh Mann, bin ich dämlich. Wo könnte er bloß hin sein? Dieser Plan war genial. Dieses Mal kriegen wir ihn. Ein Freund der Königin? Die werden keine Freunde mehr sein, wenn sie den Diamanten in seiner Tasche findet. Und er wird nichts davon merken. Sobald er aus der Tür geht, kann er seinem Königstitel Lebewohl sagen. Die haben du lieb den Diamanten zugesteckt? Nicht gut. Oh, ihr Freund ist ein Charmeur, genau wie Sie, Mr. Singh. Ihr schmeichelt. So, na, optimal. Oh, sagen Sie mir. Ganz ruhig, Ivy. Heute läuft es aber, diesmal läuft es aber echt besser wie beim letzten Mal. Umgebung sicher. Alle immer die Rux, Alter. Die Rux gegen die Pleite. Der Krieg hört hier auch nicht auf, Leute. Ja, die Rux gegen die Pleiterkämpfe in London bleiben immer gleich. Ja, bleiben immer gleich, Leute. Wo warst du so lange? Mir kam was dazwischen. Hier ist er. Was ist passiert? Jemand stahl ihn zuerst. Der Safe war bei meiner Ankunft bereits geöffnet worden. Die BOK schreckt auch vor gar nichts zurück. Sie wollten Singh verleumden. Ich musste ihn bestehlen, bevor die Wachen ihn bei ihm finden. Stell dir nur den Blick der Königin vor, wenn... Dann wissen Sie nun, dass Ihr Plan fehlgeschlagen ist. Gern geschehen. Ich glaube, wir gehen dann lieber. Ich muss einen Weg herausfinden. Schon, alte Stute. Hoffen wir mal auch, dass Jacob. Haben Sie ihn zu Ihrer Schwester gebracht? Gerade so. Wie meinen Sie das? Davon erzähle ich euch später.
Haben Sie Ärger bekommen? Wir müssen das später besprechen. Die britische Ostindien-Kompanie will uns an den Kragen. Dann also draußen. Ihr Sir, Leibesvisitation! Wie war das bitte? Durchsucht ihn! Nichts. Der Koh-i-Noor ist nicht hier. Natürlich ist er nicht hier. Wofür halten Sie mich eigentlich? Für einen Kriminellen? So, Leute, einfach weg von hier, Leute. Wir müssen weg. Alter, das war mal ein Diebstahl. Gut. Das war mal ein Scooter. Was hatte dieser Aufruhr zu bedeuten, Mr. Singh? Ich glaube, Sie dachten, ich würde euch den Koh-i-Noor stehlen, eure Ladyschaft. Ach, den Koh-i-Noor. Wer würde schon diese Kartoffel stehlen wollen? Gute Nacht, eure Hoheit. Wir haben es gerade so unversehrt rausgeschafft. Die britische Ostindien-Kompanie hat euch den Diamanten zugesteckt und wollte euch anschwärzen. Doch zum Glück habe ich das noch rechtzeitig verhindern können. Wir müssen uns in Mr. Greens Laden treffen. Ich muss den Diamanten mit meinen eigenen Augen sehen. Oh, wow, nicht schlecht. Okay, das haben wir alles gepackt, Leute. Aber es war eine gute Mission, eine schöne. Und jetzt gucken wir mal weiter, dass man... Ich würde jetzt auch mal den Diamanten angucken. Aber ich will mal hoffen, mal oder sehen, wann die es endlich rausfinden, wann sie denn die Kartoffel so sache, wann sie es rausfinden, dass die Kartoffel geklaut wurde. Das würde ich am liebsten sehen, Leute, wenn man die sieht, wenn er die geklaut hätte. Das wäre was, wenn die rausfindet, dass die Kartoffel geklaut wurde. Mhm. Ja, das wäre wirklich nicht schlecht. Und so, jetzt schauen wir mal noch uns noch den das Ding an, Leute. Bin ich jetzt mal gespannt. Ja. Es geht weiter. Der Koh-i-Noor. Darf ich mal sehen? Das war das Falsche. Glas? Der echte Stein hat Indien nie verlassen. Hätte ich von eurem Vorhaben gewusst, hätte ich es verhindert. Mein Vater sorgte dafür, dass er nicht in Templerhände fällt. Ihr Vater hat unserem... Meine Worte an euch waren unfair. Sie hatten nicht Unrecht. Ich bin ebenfalls durch meinen mangelnden Fortschritt frustriert. Sollen wir das Geschehene einfach vergessen? Wir müssen rausfinden, wer dahinter steckt. Und warum die Templer und die Ostindien-Kompanie zusammenarbeiten. Was wir tun sollten, ist sie aufspüren und ihr Hauptquartier zerstören. Jacob. Das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee, Mr. Frey. Oh, das mache ich jetzt nicht. Jetzt stelle ich Sachen, mal gucken, wo das Hauptquartier... Alter, wo ist denn das? Der Sandmann, okay. Jetzt sagen wir, machen jetzt den Sandmann. Alter Schwede, nicht schlecht. Der Sandmann. Alter, das was für ein Name. Sandman. Ja, ja. Jetzt tun wir das Hauptquartier zerstören. Wow, das wäre echt was, wenn wir das Hauptquartier zerstören könnten. Dass wir endlich die... Wow, alle. Okay, wenn schon so viel in London
angerichtet, Alter. Und jetzt wollen wir endlich, dass Singh frei ist und Indien auch frei ist. Und das wäre alles heute. Ich denke, somit sagt wieder euer Peter Gaming wieder tschüss. Bis dann. Und Peachy, bis demnächst.